Ja, da unser Haus zurzeit verschlossen ist, nutzen wir die Zeit, um die Antarktis mal so wieder richtig aufzuhübschen. Im Laufe der Jahre haben wir das immer so gestaltet, dass bei einer Verschmutzung der Antarktis neues Eis auf die Eisfläche aufgetragen wurde, um das Eis wieder schneeweiß aussehen zu lassen. Das werden wir zukünftig nicht mehr machen. Deswegen tauchen wir die Antarktis jetzt komplett runter. Die Antarktis ist ja eigentlich so gesehen ein Kühlraum, eine Kühlzelle mit einem unten liegenden wasserdichten Becken. Deswegen nutzen wir jetzt auch die Zeit, um partiell abzutauen. Das heißt, wir schneiden das Eis in Stücke, senken dabei die Raumtemperatur und auch diese Eistemperatur dabei ab und tragen das untere Eis, der Eiskulisse praktisch mechanisch, händisch ab und transportieren es aus dem Raum heraus. Die Bergkulisse, die muss schon so ein bisschen anders behandelt werden. Da darf man die Kälte nicht zu weit runter regeln, weil sonst Eisstücke, Eisplatten, sage ich mal, abfallen könnten und auch Kühlschläuche zerrissen werden können. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen gehen wir da sehr vorsichtig vor. Nutzen im Backstage-Bereich schon ein ja doch großes Lüftungsgerät mit Heizfunktion. Bedeutet, wir wollen das Eis auch nicht komplett runtertauen, sondern, sage ich mal, auf höchstens 1-2 cm, damit wir nachher auch nicht mehr so viel aufarbeiten müssen, welches natürlich auch Energie kostet.